Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem aktuellsten YouTube-Video, wo es um diese Türe geht. Hier steht sie schon ein Jahr. Sie wird aber noch länger stehen, denn sie muss sich anpassen an das Ganze. Die war jetzt 120 Jahre in ihrer alten Form und jetzt wurde sie quasi neu eingekleidet. Das ist psychisch für die Türe eine extreme Belastung und jetzt muss sie hier noch mehrere Jahre stehen bleiben. Viel Spaß beim Video. So, die Zapfen reiße ich mir so an, damit ich weiß, wie tief ich hinein muss, halte ich mir das so her. Dann habe ich genau die Tiefe von der Profilseite. Profilseite habe ich hier. Reiße ich mir hier das an und hier. So, und jetzt von der Rückseite mache ich dasselbe. Jetzt reiße ich mir das an von der Nicht-Profilseite. So, und hier auch. Und jetzt sehe ich hier, was genau rauskommt. Hier kommt nur das raus, denn ab hier ist ja nur, schreibe ich mir die Tiefe her. Zack, hier, hier ganz. Und hier, wo die Feder ist, so, muss ich schauen, die hat 8 mm, schreibe ich hierher 8 Millimeter und hier hat die Feder vom Federzapfen einen Zentimeter, schreibe ich mir hierher 10 mm. Und das fräse ich jetzt mit der Langlochbohrmaschine aus, spanne es mir hier ein. Das ist ja wieder fast meine Lieblingsarbeit, kann ich gemütlich sitzen. So, jetzt drehe ich hier das nach unten, ich habe 14 mm, circa so 13,5 mm Schlitz. Das heißt, ich habe mir einen 12er Bohrer hineingespannt, damit ich auf zweimal das fräsen kann und ganz genau bin. Denn der nächste Bohrer wäre ein 14er Bohrer und das wäre dann schon um einen halben Millimeter zu viel. Stelle ich mir den Zentimeter ein, ich fahre ganz an, dann habe ich hier unten einen Anschlag. So, jetzt messe ich wie bei der Oberfräse eigentlich, messe ich jetzt hier, stehe ich da vorne an, einen Zentimeter zurück, anziehen und jetzt kann ich nur einen Zentimeter hineinfräsen. Muss ich das leider wieder verstellen. Das mache ich hier auf. Und weil ich jetzt das so eingestellt habe mit der Höhe, genau auf diesen einen Zapfen, werde ich hier natürlich die andere Seite jetzt fräsen. Jetzt bin ich hier. Und jetzt stelle ich mir den Bohrer auf die untere Kante ein und so mache ich das bei jedem Zapfen gleich jetzt. Also ich drehe unten wieder alles auf, halte mir den Fräser, Unterkante bündig, das sollte passen, passt ganz genau. Und eine Verbindung ist fertig. So mache ich alle und später mache ich dann diese runden Löcher eckig, indem ich das mit den Stemmeisen nachbearbeite und das war's. Also hier wieder Höhe einstellen, dazu drehe ich die zwei Sicherungen auf, stelle mir das genau ein, ich hoffe, das kann man erkennen, ziehe ich das an, wenn ich jetzt aufdrehe, bin ich ganz genau. Und jetzt stemme ich diese Löcher einfach eckig nach. Die was von der Langlochbohrmaschine quasi rund sind.
Wenn man etwas hebeln muss, sind diese Lochbeilen gut. Wenn man Zapfen mal ausstemmt, kann man mit denen wild herumarbeiten. So ein normales Stemmeisen würde man ja fast abbrechen. Also verbiegen auf jeden Fall. So sieht das nach dem Stemmen aus und so vorher. Geht eigentlich relativ schön. Natürlich ist mit dem Kettenstemmer noch besser, noch einfacher. Aber manchmal muss man auch mit der Langlochbohrmaschine arbeiten. Hier kann man ja ruhig größer stemmen, weil ja innen dann sowieso, also außen die Keile kommen. Jetzt kommt eigentlich ein etwas magischer Moment. Das wird ja auf jeden Fall passen. Ja, hier muss man sich vorstellen, vor 150 Jahren hat ein Tischler das gebaut, händisch. Diese Zapfen fahren jetzt das erste Mal in einen anderen Schlitz, den ich hergestellt habe. Irgendwie ist das schon toll. Es würde eigentlich hineingehen. Das habe ich jetzt zweimal noch versucht. Jetzt sollte es passen. Ich habe hier ein wenig nachraspeln müssen. Ich habe mit der Langlochbohrmaschine exakt genau hineingefräst. Geht ja mit der Maschine nicht anders. Und dieser Zapfen hat eine kleine Wölbung. Die habe ich ihm jetzt weggeraspelt. Das hätte ich eigentlich vorsehen können. Aber ja. Und jetzt sollte es eigentlich ganz leicht gehen. Es ist eigentlich jetzt ein magischer Moment. Jetzt zwinge ich das zusammen. Beim Zusammenzwingen ist es wichtig, den Zwinger nicht hier anzusetzen, sondern genau auf den durchgestemmten Zapfen. Denn ich will diese Verbindung ja nicht beleidigen. Wenn ich jetzt hier Druck geben würde, würde das auf diese Nägel gehen und auf die Verbindung. Also bewegt sich dieses Teil eigentlich gar nicht. Also ich belaste diese Verbindung überhaupt nicht. Hier geht der Druck, ich kann euch das hier zeigen, der Zapfen schaut ja durch. Und ich habe das Holzbackel auf den Zapfen quasi gelegt. Also das liegt ja hier. Und jetzt geht der Druck auf dieses Teil und nicht auf die Verbindung. Wenn ich hier ansetzen würde, würde der Druck auf diese Verbindung gehen, auf diese Nägel. So sieht das jetzt aus. Wie zusammengewachsen. Hier passt es noch nicht. Hier gebe ich jetzt auch Druck. Jetzt kann man es gut sehen. Ich stehe hier an. Jetzt ziehe ich mir das so her, dass ich hier vorbei kann und schneide jetzt in diesen Schnitt genau hinein. Jetzt übertrage ich mir das natürlich parallel hinüber. Druck etwas weg. Zu viel Druck. Jetzt kann ich wieder Druck geben. Jetzt kann man sehen, jetzt ist diese Verbindung schon deutlich besser geworden. Und jetzt muss ich hier noch genauso viel wegschneiden, wie hier Luft ist. Dann passt es ganz genau. Mit dieser Säge habe ich gleich 1,5 mm Schnittstärke. Da geht das am schnellsten. Oder sind das sogar 2 mm? Nein, halt. Zwinge zu viel Druck. Wieder durch. Jetzt ziehe ich es leicht zusammen. Jetzt ziehe ich es gar nicht mehr ganz zusammen, sondern ich lasse es, dann kann ich besser schneiden, denke ich mal. Nein, ändert nichts. Wenn man sich das jetzt anschaut, das ist schon deutlich besser. Das ist quasi schon genauso schön wie die Originalverbindung. Und wenn das fast genauso schön ist wie die Originalverbindung, kann ich echt stolz sein, denn der Tischler, der das einmal gemacht hat, der konnte wirklich was. Also der hat echt Handwerkzeug und alles. Der war eine Maschine auf der Bearbeitung. Eine Bearbeitungsmaschine. Jetzt kann ich hier nicht mehr zusammen, weil ich schon aufstehe auf, jetzt werde ich das etwas schräg. So, jetzt bin ich perfekt. Ich glaube, schöner werde ich das nicht hinbekommen. Schön, dass ihr beim vierten Teil dabei gewesen seid. Das könnte auch der erste sein. Vielleicht ist es gar kein Teil. Wir wissen es nicht. Viel Spaß. Drückt gefällt mir, abonniert den Kanal. Keine Ahnung, warum ich das sage. Wir nehmen diese Intros immer auf, ohne Ahnung zu haben, um was es geht. Achso. Okay. Eine Begrüßung ist das. Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Keine Verabschiedung. Tschüss, Papas. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.
Ist das Begrüßung oder ich weiß es nicht. Tschüss, Papa, danke, dass ihr das. Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.